Mein Name ist Angela Kalberla. Ich komme aus dem schönen Örtchen Saarstedt, das ist im Landkreis Hildesheim. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Mädchen. Beruflich arbeite ich in Hannover, in einer Bank, im Archiv und teilweise auch in der Poststelle. Ich habe gemerkt, dass ich unter Schlafapnoe leide, als mein Mann mich mehrmals nachts wach gemacht hat. Weil ich habe im Schlaf die Luft angehalten, mehr als eine Minute. Und nachdem er mich angestupst hat, habe ich dann wieder geatmet. Also es war so derbe schlimm. Ich habe Sekundenschlaf gehabt, aber Gott sei Dank nicht im Auto, sondern vor dem Computer. Ich hatte das Gefühl, dass ich nachts Marathon gelaufen bin, obwohl ich eigentlich im Bett gelegen habe. Es ging nicht anders. Ich musste zum Arzt und er hat gesagt, sie gehen ins nächste Schlaflabor. Und da hat man festgestellt, wie schwer die Schlafapnoe war. Dann habe ich mein erstes Gerät und meine erste Maske bekommen. Es war natürlich anfangs gewöhnungsbedürftig, weil man schläft ja nachts normal, ohne etwas auf dem Kopf zu haben. Und dann war plötzlich dieses Teil da. Ich wollte nur weg, ich wollte mir das runterreißen. Und da hat man mich beruhigen müssen, weil ich bin panisch geworden. Ne? Und nachdem ich dann so ein bisschen runtergekommen bin, dachte ich, okay. Das ist also, ja, wenn es hilft, dann mache ich das. Ne? Es hat also wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich mich dran gewöhnt hatte. Und inzwischen ist es ja, gehört dazu halt. Ne? Ich kriege das schon gar nicht mehr mit. Meine vorherige Maske, die ging über die Nase, das ging hinten über den Kopf und das hat man hier an der Seite zugemacht. Und dann hat man morgens ja diese Striemen gehabt, ne? Je nachdem, wie fest man es hatte. Oder man hatte hier in der T-Zone, da war auch alles rot. Gut, das ist im Laufe des Tages alles weggegangen, aber es ist eben halt doof. Ne? Durch diese neue Maske von Philips habe ich auch keine Probleme mehr an meiner Nasenwurzel, weil bei der anderen Maske, das musst du ja fest anlegen. Ich war überrascht, muss ich sagen. Ich habe das Päckchen aufgemacht, hatte eigentlich so eine komplette Nasenmaske erwartet. Und dann war es so ein Teil, was ich eigentlich schon immer haben wollte, weil das einfacher zu handhaben ist. Man kann sich auch mehr drehen. Und das war auch gleich in meiner Größe, in Größe S. Ich habe es ausgepackt, ich habe es anprobiert, also habe es eingestellt. Und dann habe ich es einfach ans Gerät angestöpselt. Ne? Also es war richtig toll. Und ich kann jedem nur empfehlen, der Probleme hat mit dem Schnarchen oder so, der sollte sich von einem guten Arzt beraten lassen und auch in ein Schlaflabor gehen. Da wird man richtig drauf eingestellt, denn mir rettet mein Schlafapnoegerät das Leben.